Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich das Gespräch kurz unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war Ihre Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben Sie die Wundsterne? Ja, Meister Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wundsterne zu erbeuten. Was? Die Verräterin im eigenen Labor. Sanias Assistentin übergibt die Wundsterne an Schwerthold und Schildrich. Ich hoffe, die wird jetzt gefeuert. Aber sowas von. Moment, was passiert denn hier gerade? Das können Sie doch nicht tun. Wie wär's, wenn jetzt mal wie jemand den Eingang versperrt? Es gibt hier meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob du noch einen Geheimgang hier hast, aber es gibt, soweit ich sehe, hier nur einen Eingang und einen Ausgang in diesem Gebäude. Kann man hier jemand sich vor den Eingang stellen? Hup, du hast auch einen Gurtraum, kannst du einfach mal aus dem Punkt mal holen, dass da mal so wie ein Türsteher einfach mal vor die Tür stellen. Das ist, da kommen die nicht weg mit den Sternen. Ich sehe es nämlich schon kommen, dass die gleich, ja, lass mal hier gleich weiterblättern, das wird hier gleich, wir sind alle so überrascht und dann auf einmal, zack, sind sie weg. Man hat uns hintergangen. Die Rache ist so süß, dass ich meinen Tee später ohne Zucker trinken kann. Unser Kampf eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung. Der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokébälle auch nur in die Hand genommen habt. Das reinste Kinderspiel. In diesem Sinne, ade. Ich sag doch. Stellt doch irgendwie. Das ist doch auch wieder. Das ist. Ich reg mich heute nur noch über die Pokémon-Logik aus. Auf. Stellt doch irgendein. Das ist. Du hast einen Relaxo. Du hast einen Relaxo. Du hast einen Woody. Du hast einen Gortraum. Das ist. Einfach mal drei Leute vor die Tür stellen. Und dann. Das ist. Ja, gut. Wir sind zu überrascht. Warum haben sich das getan? Tut mir leid, Professor Sanya. Sie haben mich also von Anfang an belogen. Mir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Alles zum Wohl unseres königlichen Blutlinie. Okay, ja gut. Sind sie jetzt abgehauen? Jetzt geht das Dynamics hier weiter, oder was? Punkt, Punkt, Punkt. Ja gut. Können wir mit ihr noch reden? Professor Magnolica. Kein Wunder, dass die beiden die ganze Zeit über so große Töne gespuckt haben. Na, hinterher oder was? Das ist ich. Einfach hinterherrennen und die aufhalten. Weit können die zu Fuß nicht gekommen sein oder was? Ich glaube kaum, dass die ein Fahrrad haben. Hey, erwartet. Warum geht ihr einfach ohne ein Wort zu sagen? Ich habe dich gerade im Labor schon angesprochen. Naja, du sahst so zerknirscht aus. Wir wollten dir ein bisschen Zeit geben, das alles zu verarbeiten. Natürlich bin ich zerknirscht. Schließlich ist es allein meine Schuld, dass wir so spektakulär ausgetrickst wurden. Ich kann nicht glauben, dass ich mich derart hab reinlegen lassen. Ach, nicht doch. Das war die Schuld von den Säcken. Das ist doch. Gibt dir jetzt nicht die Schuld. Aber jetzt ist nicht die Zeit, um Trübsal zu blasen. Also lass es einfach sein. Schluss damit. Diese Typen haben eine riesige Menge Wundsternen mitgehen lassen. Ich will gar nichts daran denken, was sie damit alles Furchtbares anstellen können. Wie ihr seht, habe ich absolut keine Zeit für eine Durchsage. Für einen Durchhänger. Sanya! Du bist echt hart im Nehmen. Es macht mich sehr stolz zu sehen, wie du in so einer Krisensituation einen kühlen Kopf bewahrst. Danke, Oma. Normalerweise braucht es ein starkes Vertrauen zwischen Trainer und Pokémon, um die wahre Kraft der Dynamax-Pokémon zu entfesseln. Aber es wäre gut möglich, dass diese Leute Partikel der Wundsterne verwenden, um diese Bedingung zu umgehen und so eine Dynamaxierung der Pokémon zu erzwingen. Das ist ja schrecklich. Diese Typen haben echt keinerlei Respekt vor den Pokémon. Jetzt, wo sie so viele Wundsterne in den Fingern bekommen haben, müssen wir damit rechnen, dass sie die Lage erheblich verschlimmert. Aber was erhoffen sie sich davon, Pokémon zur Dynamisierung zu zwingen?
Die Typen haben doch etwas davon gefaselt, dass die wahre Natur von Zakian und Samacentra zum Vorschein bringen wollen. Ich würde auch gerne wissen, was das alles mit der königlichen Blutlinie zu tun hat, die meine ehemalige Assistentin erwähnt hat. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht rätseln, und es ist genau das, wonach es klingt. Betrug und Überschätzung. Genau. Zwingfest, wirf mal einen Blick auf deine Karte. Schnell. Diesmal schlagen die Detektoren gleich in 4 Städten gleichzeitig aus. Lass mich raten, das sind die übrig bleibenden Arenen. Wir müssen umgehend handeln. Mary, diesmal können sie wirklich in Gefahr sein. Am Bleuch in Spankford gibt es doch gar kein Stadion mit Energiequelle. Da machst dir mal keine unnötigen Sorgen. Ja, jetzt wo du sagst. Zwangfürst, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen sofort los und den Pokémon helfen. Tut mir leid, dass ich euch bei der Dynamax Pokémon nicht helfen kann. Bitte kümmert euch um sie. Ich versuche derweil herauszufinden, wo sich die 2 Clones herumtreiben. Gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Ich beende diesen Part an dieser Stelle trotzdem mal und schau mal auf die Karte, wo es jetzt hier noch lang geht. Die 4 nächsten Städte. Wer hätte es gedacht? Da hätten wir Fair Valley, da hätten wir Passbeck, da hätten wir Claw City und da hätten wir Kilchester. Hier die Stadt hier, Spikeford. Ja, das ist jetzt hier Marys Stadt und so weiter. Ja, ist klar. Ja gut, dann würde ich sagen, nächsten Part nach Claw City. Von Claw City, na, fangen wir erstmal in Passbeck an. Passbeck, dann Fair Valley, dann Kirchester und dann zum Schluss Claw City. So muss das sein. Dann geht es wahrscheinlich am Ende noch hier zum Skong City und zum Turm. Vielleicht noch in dieser Arena. Naja, das hat noch hier, das wird noch vielleicht 1 oder 2 Parts füllen hier. Okay, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Hühner, Hobbits und Deckleute, zu einem neuen Part Pokémon Schwert und Schild mit dem Zwergenfürst. Nur Pokémon Schwert bei uns. Aha, okay. Ultraball erhalten. Ja, sehr gut. Kriegen wir hier geschenkt. Das ist sehr, sehr gut. Flinkklaue, okay. Zielscheibe auch nicht schlecht. Okay, hier kann man wohl irgendwann mal so ein wichtiges Item bekommen für das Fatality, die Weiterentwicklung hätte man hier bekommen können. Aber gut. So eine riesige Kanne oder sowas. Irgendwie gab es da noch ein zweites Item. Aber gut, jetzt geht's hier weiter. In Arena Nummer 4, wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssen weiterhin Giga Dynamax Serie zu Pokémon klein kriegen. Ja. Langsam wird das Ganze zäh. Das ist jetzt hier ein bisschen. Langsam wird's. Ja. Aber gut, wir haben noch 3 Arenen, wenn ich richtig geguckt habe. Also, los geht's. Bei Saida. Hallo Leute, seid ihr etwa hier, um mir aus der Patsche zu helfen? So sieht's aus. Wie ist denn der Stand der Dinge hier? Die Evakuierung der Leute ist gerade abgeschlossen. Als nächstes wollte ich mich den Dynamax-Pokémon widmen. Okay, das packen wir mit vereinten Kräften an. Oh, vielen Dank. Das wird mit mehreren Pokémon, da wir es mit mehreren Pokémon zu tun haben, sollte sich jeder jeweils 1 vornehmen. Ich verlasse mich auf euch. Was, jeweils 1? Ach du Schande. Los, auf geht's. Es wird schwerer. Na, wie sieht's aus? Okay, jetzt alleine. Ich gegen Meistergriff. Und die anderen gegen die anderen. Aha, verstehe.
Eine leicht gehobene Schwierigkeitsstufe. Schwierigkeitsstufe normal. Ja, gut, wir kriegen das hin. Gar keine Ursache. Deiner Faust. Mit meinem Team kriege ich das gebacken. Das ist doch wohl ein Witz. Ja. Vielleicht jetzt nicht mit Rufus alleine, aber was, Rufus weigert sich? Befehlsverweigerung. Rufus weigert sich, der Attacke einzusetzen. Das ist skandalös. Gibt's doch gar nicht. Schon ist er besiegt. Das ist eine gerechte Strafe. Ja gut. Delion werden wir erstmal nicht einsetzen. Aber Mordes. Delion kriegt hier auch keinen Erfahrungspunkt. Das ist das Blöde bei diesen Dynamics-Kämpfen. Oder gibt's das hier? Diesmal. Risikotickel, na komm. Risikotickel. Na super. Das bringt's doch. Jetzt musst du noch deiner Brocken aushalten. Ja. Ich sagte aushalten. Was am Aushalten verstehst du nicht? Okay, gut, das ist jetzt. Das ist schon. Okay, vielleicht ist das doch ein bisschen heftiger als gedacht. Blech ist Typ Flug, das kann das eigentlich fliegen? Das ist. Mit Attacke Flug wäre das jetzt, also mit Attacke Fliegen wäre das jetzt sehr gut. Kann das natürlich nicht. Sturzflug, na komm. Wie wäre das wohl, wow. Ja, ich würde gerade sagen, wir werden das wohl irgendwie hinkriegen. Das war sehr effektiv. Ein Donnerschlag. Das war aber auch echt sehr effektiv. Sehr, sehr effektiv. Wir kriegen es irgendwie hin, auch wenn wir das ganze Team dafür draufgehen lassen. Puff. Ja, das sieht gerade nicht so gut aus, aber... Aqua-Durchstoß. Na komm. Irgendwie kriegen wir das hin. Ist schon im gelben Bereich, also... Fast besiegt. Auch wenn es dann wieder an deiner Max, nicht an deiner Max, sondern an Endinados liegt. Wenn es dann der Endinados seine Sache ist. Aqua-Knarre. Wir schaffen's. Ist schon im roten Bereich. Keine Sache. Und der Delion, der wird es nicht schaffen. Was? Aber ich krieg's hin. Mein Handy hat gerade seltsam vibriert. Kann gerade nicht. Bin gerade beim Kämpfen. Ja, wenn das so schnell geht, wenn wir jetzt hier Dynamics Pokémon so schnell erledigt haben, dann ja, schaffen wir vielleicht alle vier heute in diesem Part. Oder alle drei. Ich weiß nicht, wie viele uns noch anstehen. Aber wenn das so schnell geht, ich bin jetzt hier keine 5 Minuten, habe ich mich jetzt hier beschäftigt. Also wenn das so weitergeht. Mit Feindenkraft, da haben wir es geschafft, die dynamisierten Pokémon zu beruhigen. Wir werden uns hier im Stadion gut um sie kümmern. Seid also unbesorgt. Du hast etwas gut bei mir, Zwergfürst. Lass es mich also ruhig wissen, wenn dir mal das Wasser bis zum Hals steht. Du hast eine seltene Ligakarte von Seida. Sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Ja, die Ligakarten müssen wir uns dann auch nochmal angucken, wenn wir alle Arenen durch haben. Ist jetzt sozusagen noch ein... Ja, man kann es quasi als billige Version von den Arena-Rematches sehen. Kann man wirklich so sagen. Das ist also, es ist irgendwie... Ja, bis auf Messstand bisher ist das so ein bisschen wie Rematches. Wenn eure Hilfe noch woanders gebraucht wird, lasst euch bitte nicht von mir aufhalten. Ich habe die Lage hier im Passbeck-Stadion schon im Griff. Okay, da waren es noch einige. So weiter geht's. Diese beiden Pappnasen haben sich ziemlich viele Wundsterne geschnappt. Kein Wunder, dass sie jetzt viel mehr Pokémon dynamisieren können. Gut möglich, dass unsere Pokémon jetzt erst richtig so anfangen. Es gibt noch 3 Stadien mit durchgedrehten Dynamax-Pokémon. Lasst uns keine Zeit verlieren. Okay, insgesamt 4 waren es jetzt.
Drei müssen wir noch. Ja. Easy. Das kriegen wir vielleicht heute noch in diesem Part hin. Wenn das so in diesem Tempo weitergeht, sehe ich da kein Problem dran. So. Das Team mal kurz heilen. Dann lassen wir Passback hinter uns. Und begeben uns auf die nächste Stadt. Wir machen das ganz chronologisch nach der Reihenfolge. Das heißt, Fernbelly ist jetzt das nächste, was ansteht. Da waren wir auch schon lange nicht mehr. Auf nach Fernbelly. Die Feen-Pokémon-Stadt. Weil wir dort ein Feen-Pokémon haben zu bekämpfen. Das war ein ziemlich falscher Satzbau. Vielleicht war er sogar richtig. Klang aber seltsam. So, Fernbelly, da sind wir wieder. Und da ist die Arena. Na, schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bisher machbar. Oh, Betis. Stimmt, der ist ja jetzt Arenaleiter hier. Ach du Schande. Ja, hier. Betis, was ist mit den Dynamax-Pokémon? Daher ich etwa hier ernsthaft, dass ich... Dachtet ihr etwa ernsthaft, dass ich mich irgendwelche Probleme bereiten würde? Mir, einem Feen-Arena-Leiter der absoluten Spitzenklasse? Ach stimmt ja, du bist ja Sitz-Arena-Leiter. Nur bei der Spitzenklasse bin ich mir nicht so sicher. Gehe ich recht der Name, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nichts für ungut, aber bei einem Trainer... Aber ein Trainer in der absolut Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Ein einfaches Danke hätte auch getan. Hätte es auch getan. Ich kann heute irgendwie nicht lesen. Das ist irgendwie... Ja, hau ich heute nicht hin. Wir haben uns Sorgen gemacht. Mit so einem unausstehlichen Arena, da kann ich die nächste Arena-Challenge ja heitern. Wer kann der nächste Arena-Challenge heiter werden? Irgendwas mit Olivia hat er jetzt gesagt. Habe ich leider überblättert. Sorry. Aber von jetzt an entscheide ich über mein Leben, ich ganz allein. Und ich entscheide, dass wir beide auf der Stelle gegeneinander kämpfen, Zwergfürst. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Immer mit der Ruhe, mein Junge, immer mit der Ruhe. Meine Quizfragen konntest du damals auch mit kühlem Kopf beantworten. Es besteht kein Grund, jetzt die Fassung zu verlieren. Beatles hat eigenhändig drei Dynamax-Pokémon bezwungen und euch somit gewissermaßen etwas zusätzliche Zeit gewährt. Außerdem lässt es sich nicht mehr von anderen bei seinen Entscheidungen beeinflussen. Wobei ich ihm schon ein Stück weit meinen Stempel aufgedrückt habe. Jetzt, wo sie es erwähnen, ja, das haben sie wohl. Wer 88 Jahre auf den Bücke hat, wird ja bestimmt auch die ein oder andere nützliche Weisheit parat haben. Egal jetzt, das hier hat nichts mit Papella zu tun. Dieser Kampf allein ist meine Entscheidung. Also los, lass mich nicht länger warten, kämpfen wir. Ja, ja, okay. Muss das wirklich sein? Jetzt ein Kampf gegen Betis. Ich weiß, ich besiege dich sowieso mit Klacks, aber das ist mit links und das wird ein Klacks. Muss das jetzt sein? Bitte. Ich und meine Pokémon mussten wieder bei Null anfangen. Doch die harte Arbeit hat sich gelohnt. Hiermit bekommst du eine exklusive Kostprobe davon, wie weit wir es gebracht haben. Betis fordert dich heraus. Okay, vier Pokémon hat er da. Rufus. Ja, fangen wir mit Rufus an. Meine Zeit als Arena hat mich stärker lernen lassen als dich. Aha, träum du weiter. Flunkiefer, okay. Brandstempel. Trugtrainer, okay, ja. Du kannst mich nicht trügen. Brandstempel, na komm. Mach's Platz. Ja, wie gesagt, das wird ein Klacks. Das also keine große Herausforderung für mich. Die Betis haben wir auch oft genug besiegt.
Hat immer ein großes Maul. Große Schnauze, nichts dahinter. Immer schön angeben. Ich bin der Beste, ich bin der Beste, du besiegst mich nie. Und dann, ja. Dillon Level 30. Gerade wo. Ich kämpfe weiter. Es gibt zumindest ein paar Erfahrungspunkte und ein paar Levels für den Dillon. Für meinen Dumanta. Auch nicht schlecht. Psychoknese. Das könnte auch nicht schlecht sein. Ja, das ist nicht schlecht. Gut. Oh, Blacky hat eine sehr effektive Attacke. Dann setzen wir die mal ein. Blacky ist dran. So. Jetzt sind wir unter Druck. Stahlfliege. Na komm. Ich will die sehr effektive Attacke sehen. Komm, hau rein. Ja, das behindert jetzt das Ganze schon ein bisschen. Das macht jetzt das Ganze... den Plan jetzt die vier Arenen in einem Zug in einem Part zu schaffen, das zerstört das Ganze irgendwie. Jetzt heilt sich das Ding auch noch selbst. Stahlflügel, na komm. Sommerblatt würde nichts helfen. Ist nicht sehr effektiv. Aber wirklich. So, Gardevoir besiegt. Das waren glaube ich schon die Hälfte. Neues Level für Dillon. Blackie erreicht Level 58, Prof erreicht Level 54, Dillon Level 31. Der kriegt gleich die nächste Entwicklung hinterher. So sieht's aus. Gleich nach diesem Kampf haben wir ein Durak im Team. Und so schnell geht das. Galar Galoppa. Auch nicht schlecht. Na schon schlecht. Wir kriegen's locker besiegt. Blicky ist jetzt Level 58, genau bei Level 62. Ich wollte es nur mal sagen. Psychoklinge. Vor dir habe ich keine Angst, Bekis. Ich krieg dich besiegt. Ist gar keine Ursache für mich. So, hast du noch eins? Neues Level für Dillon. Slimbrim. Okay, weiterkämpfen. Dein letztes. Du könntest tatsächlich die stärkste Champ sein, den die Galar-Region je hatte. Ganz genau. Ich würde dich besiegen und so ebenfalls in die Geschichte eingehen. Slimbrim. Ja, du mich besiegen, das ist da ja der Träumer weiter. Da musst du früh aufstehen. Stahlfliege, das ist hier eine sehr effektive Attacke. Stahl gegen Fee, könnte sein, dass das was bringt. Könnte sein, dass Stahl gegen Fee effektiv ist. Diskret. Gut, Blacky besiegt. Wirkungslos, ach du Schande. Wollen wir mal Dillon kämpfen lassen? Immerhin ist der schon Level 32. Ja, gegen Level 60 Pokémon. Nee, lass mal lieber. Prof ist dran. Na, das kleine bisschen, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Los, Prof. Aqua Durchstoß. Na komm. Ich will volle Power sehen. Gut, besiegt. Volle Power war das nicht, aber hat gereicht. Level 33 für Dillon. Da reicht noch nicht ganz für die Entwicklung. Unmöglich. Das kann gar nicht sein. Ich bin doch ein Arena-Leiter. Und ich bin ein Champ. Und wenn es 20.160 Punkte unter 90 Sieg kriegt, für den Kampf gegen BETs hervor. Das wird deine Lehre sein, dich niemals mit deinem Champ anzulegen. Endlich kann ich auch dich als Champ anerkennen. Vielen Dank für diesen Kampf. Es fällt mir schwer, das so offen zuzugeben, aber du hast mir damit auch einige meiner Schwachstellen aufgezeigt. Wir arbeiten und ein besserer Trainer werden, solange bis ich das Potenzial von vielen Pokémon vollends ausgereizt habe. Du hältst eine seltene Liga-Karte von Betis. Du sortierst die seltene Liga-Karte von Betis in dein Album ein. Ah, die seltenen Liga-Karten, die müssen wir uns noch anschauen. Stehen bestimmt auch andere Texte drauf. Als Arena-Leiter ist es aber erstmal meine Pflicht, das Stadion wieder auf Vordermann zu bringen. Dieser Pokémon-Kampf eben war pinker als meine Herde Pipi. Herrlich.
Du hältst eine seltene Liga-Karte von Parpella. Oh, gleich zwei auf einmal. Na, wundervoll. Sortierst die Liga-Karte in dein Album ein. Müssen wir jetzt noch Dynamax kämpfen? Wahrscheinlich, oder? Obwohl es nicht mehr an der Arena-Challenge teilnehmen konnte, konnte Beatles sich einen Weg ins Turnier kämpfen. Er ist mit allen Wassern gewaschen, das muss man ihm lassen. So langsam verstehe ich auch, wie er es zum Arena-Challenge gebracht hat. Er mag zwar manchmal meistens etwas anstrengend sein, aber als Trainer hat er es echt drauf. Also er ist eben sehr stark, das wäre eine glatte Lüge. Er nimmt die Sache sehr ernst, eigentlich auch, aber gut. Ja, bei eurem Kampf war nichts zu übersehen, wie sehr er sich ins Zeug gelegt hat. Ihr scheint ja massig Zeit zum Plaudern zu haben. Soll ich euch vielleicht noch eine Tasse Tee aufsetzen? Schon kapiert, du hast ja recht, weiter geht's. Dynamax-Pokémon? Es gibt noch andere Orte, an die tobende Dynamax-Pokémon ihr Unwesen treiben. Wir sollten uns schnell wie möglich darum kümmern, sein Fürst. Wie es aussieht, müssen wir nur noch zwei Stadien vornehmen. Ah, okay, das hat jetzt Beatles immer noch mal oder was? Ja, großartig. Der Balduin, auch eine schöne Person in diesem Spiel. Na dann, nochmal eine kleine Wanderung, eine kleine Nachtwanderung. Und durch Ferbali. Mein Pokémon-Team muss geheilt werden. Dann wurde uns wenigstens dieser Dynamax-Kampf erspart. Wir haben Parpella und Beatles das für uns gelöst. Sehr schön. Da waren es nur noch zwei. Ja, das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus für diesen Part. Gut, ich würde sagen, schau mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, und im nächsten Part geht's weiter. Verbringen wir noch offscreen hier ein bisschen im Fairbelly. So sieht's aus. Ist doch ein guter Ort, um hier eine kleine Pause zu machen. Wir machen mal ein paar Tage Urlaub. Bis zum nächsten Part. Ja, lasst ein Abo da. Schau mich nach oben, habe ich schon gesagt. Habt einen angenehmen Tag und ja, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst. Und man sieht sich in diesem nächsten Part oder in einem anderen Video auf dem Kanal. Bis dahin. Ciao, ciao.